Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute sind wir in Party Luna, weil wir feiern die 30. Episode von «Das war's». Somit haben wir jetzt offiziell mehr Folgen als Stade Lausanne-Uschi-Fans. Und auch diese Episode hat es in sich, aber etwas vorab. Das deutsche Fernsehen hat Otto Walkes seine Videos mit einem Warnhinweis versehen. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Da fasst ihm das Gretel an den Hänsel und sagt... Bevor das uns das gleiche Schicksal ereilt, haben wir gedacht, verpassen wir uns doch gerade selber unsere passende Triggerwarnung. Die nachfolgende Sendung kann auf Menschen verstörend wirken, deren Sinn für Humor sich seit Ende Primarschule weiterentwickelt hat. Mein Name ist Sven Ivanic und jetzt geht's los. Die Fußball-WM ist fertig und es ist sehr viel Schönes passiert. Die Marokkanerinnen haben ihren allerersten Sieg an einer WM-Endrunde gefeiert. Und auch die Südafrikanerinnen haben richtig Stimmung gemacht. Am meisten gefreut haben sich aber natürlich die Siegerinnen, nämlich die Spanierinnen. Aber jemand war bei dem Ganzen ein bisschen zu euphorisch, nämlich der spanische Verbandspräsident, der Jennifer Hermoso einfach aufs Maul geküsst hat. Er war fragt darum, ist das absolut daneben oder einfach das Resultat von zu viel Temperament? Schwierig, weil so ein Kuss halt sehr, sehr viel Verschiedenes bedeuten kann. Der Barthez zum Beispiel ist immer auf seine Glatze geküsst worden, weil das anscheinend Glück bringen sollte. Genauso wie das Küssen vom Ei bei der jamaikanischen Bobmannschaft. You want to kiss my egg? I'm not kissing no egg. Und im Wrestling kann man zum Beispiel den eigenen Bizeps küssen, um Dominanz ausstrahlen. Beim Staredown im Männerboxen kann auch ein Kuss die Situation komplett zum Eskalieren bringen. Während genau die gleiche Geste in einem Staredown bei den Frauen im MMA die Situation auch zum Eskalieren bringt, aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Allgemeines Fazit: Nach einem Kuss aufs Maul ist noch niemand gestorben, außer der Fredo in der Pate 2. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Solange also nicht noch mehr komisches Zeug passiert in dem spanischen Fußballverband, dann ist eigentlich. Ja, genau. Der Wahr findet es wirklich huere komisch. Die Hitzewelle hat Europa fester im Griff als die Illuminati der Jay-Z. Der Wahr fragt sich darum, haben diese hohen Temperaturen auch Auswirkungen auf die Sportwelt? Wir schauen an. Ja, danke vielmals. Also in Deutschland, da hat das Thermometer sage und schreibe 42 Grad angezeigt, was zu ganz skurrilen Szenen geführt hat beim Doppelpass. Zwei Männer stürmen die Sportsendung auf der Suche nach einem klimatisierten Raum. Während der eine wirre Sachen vor sich gegeben hat, hat sein Kollege probiert, ihn mit Wasser abzukühlen. Ja, Y-City. Also, normal ist das nicht. Auch aus Schottland erreichen uns Rekordmeldungen und dort ist ein Pinguin zum Major befördert worden. Mit Sport hat das herzlich wenig zu tun, aber wir haben den Pinguin einfach sehr herzig gefunden. Nur unsere südlichen Nachbarn scheinen klar zu kommen mit diesen Temperaturen. Sie gehen trotzdem fernen, aber dementsprechend knapp angelegt. Fazit: Ja, die Hitze hat vielen Leuten in der Sportwelt ganz klar den Verstand geraubt, aber wir können sie definitiv handeln. Und wir kommen zum Turbowar. Saudi-Arabien, der Fabinho bekommt nach dem Match ein Rolex geschenkt. Als Swiss Football League das gehört hat, haben sie ein offizielles Kommuniqué rausgegeben und gesagt, auch in der Schweiz wird es Geschenke geben für Fußballspieler, dass man mithalten kann mit Saudi-Arabien. Andenken sind Rekaschecks, Kumuluspunkte, Zerlassen von den Serafengebühren oder ein selber gemachter Wurst-Kässalat. Der Wahr findet es super. England, am Menüspieler Anthony wird häusliche Gewalt vorgeworfen. Wo rausgekommen ist, dass er daheim mehr Treffer landet als für den Club, hat das gerade für Reaktionen in der Sportwelt gesorgt. Er dementiert aber das Ganze und sagt, die Vorwürfe sind an den Haaren herbeizogen. Italien, der Mourinho wechselt den Spieler aus und bringt keinen Ersatz. Mit anderen Worten sagt er ihm, ey, ich habe lieber niemanden auf dem Platz als dich. Das Einzige, was letzte Woche noch schmerzhafter war, ist bei einem Baseballspiel in den USA. Oh. England, Ballbesitz behalten und alles ist erlaubt, außer jemanden umzubringen. Das tönt wie das Reglement von einem durchschnittlichen Grümpi in der Schweiz, ist aber ein Spiel in England. Am Bar gefällt es aber ehrlich gesagt nicht. Wir denken uns, wenn ihr schon schlägelt mit einem Bullen, dann macht es doch wenigstens mit Stil wie in Italien. Finnland, Reiten ist ja etwas für Kinder von Eltern, die ein Vermögen haben. Wie es aussieht, wenn die Eltern das ganze Vermögen in Krypto investiert haben, sehen wir hier an der offiziellen Hobby-Horse-Meisterschaft. Der Wahr findet es herzig.
In Cincinnati ist am Novak Djokovic in allen Bereichen super gelaufen. Zuerst ein bisschen flirten mit dieser älteren Dame, darf ich nicht sagen. Und nachher noch den Turniersieg holen, was willst du mehr? Die Freude beim Nolan war so riesig, dass er sein T-Shirt zerrissen hat, wie die deutschen Kritiker den Schweizer Tatort. Ich habe es zwar noch nie geschaut im Leben, aber red nicht so über den Schweizer Tatort. Der Bar findet super, dass der Joker sich dermassen freut und wir werden auch probieren, das gleiche Mass an Begeisterung in unseren Alltag zu integrieren. Fischstäbli! Woo! Und wir kommen zum Zuschauervideo und das erreicht uns vom Dimi. Liebes Sven und das war's Team. Liebe Grüße, CrossFit Baden. Das war's. Wir schicken liebe Grüße zurück an dich, Dimi, und wünschen viel Spass an der Badenerfahrt. Badenerfahrt? Wenn du jetzt Badenerfahrt gehst, dann ich schwöre, ich schlage dir eins. Das wär's wieder gewesen. Von das war's. Wir freuen uns sehr. Ah, fuck, jetzt habe ich schon weggerührt. Das wär's gewesen, die 30. Folge. Das war's. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.